Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Der heutige Fall ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Und ich höre das öfter mal von euch, dass einige nebenbei essen oder so. Ich hoffe, falls ihr neben meinen Videos gerne was zu essen habt, dass euch dann in der heutigen Folge nicht schlecht wird. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Fall rein. Catherine Knight wurde zusammen mit ihrer Zwillingsschwester am 24. Oktober 1955 in Tenterfield, Australien, als Tochter von Barbara Roggen und Ken Knight geboren. Tenterfield ist ein kleiner Ort im Bundesstaat New South Wales und hat etwa 2900 Einwohner. Ken war ein Arbeitskollege von Barbaras eigentlichem Ehemann Jack. Bedeutet also, dass Catherine und ihre Zwillingsschwester aus einer Affäre entstanden sind. Neben ihrer Zwillingsschwester hatte sie noch zwei Halbbrüder. Ken war Alkoholiker und soll Barbara vor den Kindern bedroht und vergewaltigt haben. Teilweise bis zu 10 Mal an einem Tag. Auch Catherine soll nach eigener Aussage von verschiedenen Familienmitgliedern bis zum Alter von 11 Jahren häufig sexuell missbraucht worden sein. Die Familienverhältnisse waren also vorsichtig ausgedrückt sehr schwierig, was dazu führt, dass Catherine bereits im Grundschulalter an unkontrollierten Wutausbrüchen litt und einmal soll sie einen Mitschüler sogar mit einer Waffe angegriffen haben. Mit 16 Jahren hatte Catherine einen Job in einer Schlachterei oder / Metzgerei, was ihr sehr viel Spaß gemacht haben soll. Das sagten viele Mitarbeiter und auch sie selbst sagte, dass es irgendwie sogar ihr Traumberuf wäre, was ja vielleicht eine etwas ungewöhnliche Aussage ist. Ihr Fleischermesser hängte sie sich jeden Abend nach der Arbeit zu Hause über das Bett, damit sie es stets griffbereit hatte. Catherines erster Freund hieß David Stanford Kellett. Die beiden lernten sich 1973, also als Catherine gerade mal 18 Jahre alt war, kennen und lieben. Leider war die Beziehung nicht wirklich gesund. David war Alkoholiker und versuchte mehrfach, Catherine zu schlagen und beschimpfte sie immer wieder aufs Übelste. Aber Catherine war jetzt nicht die, die sich davon irgendwie hat unterkriegen lassen. Sie war auf jeden Fall so, dass sie sich ja auch tatsächliche Werte und dann David auch öfter mal schlug und richtig aggressiv wurde. Trotz der heftigen Streitereien und der Handgreiflichkeiten beschlossen David und Catherine 1974 zu heiraten. Auf der Hochzeit warnte Barbara, also die Mutter von Catherine, David davor, sie zu heiraten, was ja schon etwas ungewöhnlich ist, wenn die Mutter den Bräutigam davor warnt, die eigene Tochter zu heiraten. Und als Begründung sagte sie eben, dass ihre Tochter psychisch nicht gerade vertrauenswürdig war, beziehungsweise dass sie sehr labil war. In der Hochzeitsnacht schliefen die beiden miteinander und David schlief dann im Anschluss relativ schnell ein, was für Catherine dann ein Grund genug war, um völlig auszuticken, denn sie fühlte sich so ein bisschen in ihrer Ehre gekränkt und sie hatte wohl auch von Freunden gehört, dass die Hochzeitsnacht etwas länger ging und ja, für sie war das jetzt so, als ob man ihr sozusagen sagen würde, sie ist nicht attraktiv, also so hat sie das Ganze aufgenommen und nicht begehrenswert genug. Und als David dann so schlafend neben ihr lag, fing sie einfach aus dem Nichts an, ihn zu würgen, weil sie so wütend geworden war. David wachte dann auf und schubste sie weg. Ja, und das war also die Hochzeitsnacht. Die Ehe blieb, wie man wahrscheinlich auch erwartet hätte, weiterhin sehr toxisch und mit viel Gewalt geprägt. Einmal kam David wohl zu spät von einem Dart-Turnier nach Hause, woraufhin Catherine alle seine Kleider verbrannte und ihn mit einer Bratpfanne auf den Hinterkopf schlug. David zog sich dabei einen Schädelbruch zu und erstattete dann auch tatsächlich Anzeige gegen sie. Catherine konnte ihn jedoch nur wenig später dazu überreden, die Anzeige wieder zurückzuziehen. Im Mai 1976 brachte Catherine die erste gemeinsame Tochter namens Melissa Ann zur Welt. David verließ sie kurz darauf, sodass Catherine zunächst auf sich und das Kind alleingestellt war. Sie war ihrer Tochter keine gute Mutter und ich weiß, so eine Aussage ist hart und man sollte sie auch nicht so leicht treffen, aber ich glaube, in diesem Fall darf man das tatsächlich so sagen, wenn ihr jetzt hört, was gleich kommt.
Catherine wurde nämlich mehrfach dabei beobachtet, wie sie bei Spaziergängen den Kinderwagen heftig hin und her schleuderte, und wenig später legte sie ihre erst 2 Monate alte Tochter auf ein Bahngleis. Ein ortsansässiger Mann entdeckte zum Glück das Baby noch rechtzeitig und konnte es von den Schienen holen, bevor der nächste Zug kam. Einige Tage später fügte Catherine einer Frau mit einem ihrer Messer Gesichtsverletzungen zu und zwang sie nach Queensland zu fahren, um dort David zu finden, denn der hielt sich anscheinend dort auf. An einer Tankstelle konnte die Frau flüchten und Catherine nahm einen Jungen als Geisel und drohte ihm mit einem Messer. Beobachter alarmierten die Polizei, die Catherine schließlich entwaffnen konnte und sie in eine psychiatrische Klinik einwiesen. Dort erzählte sie den Pflegerinnen, sie habe einen Mechaniker an der Tankstelle töten wollen, weil er das Auto, das David zu seiner Flucht nutzte, repariert hatte. Am 9. August 1976 wurde Catherine wieder entlassen und kam dann auch wieder mit David zusammen. Er kam also so zu ihr zurück. 4 Jahre später brachte Catherine die zweite gemeinsame Tochter zur Welt, die sie Natascha nannten. Aber auch der zweite Eheversuch scheiterte und 1984 trennte sich das Paar erneut. Kurz darauf wurde Catherine wieder als Fleischerin tätig, wurde aber nach einem Jahr für berufsunfähig erklärt und zog in eine staatlich finanzierte Unterkunft in Aberdeen. 1986 lernte sie dann den 38-jährigen Minenarbeiter David Saunders kennen, der zu ihr und den beiden Töchtern zog. Also das ist jetzt ein anderer David. Auch diese Beziehung war, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, nicht gerade von Harmonie geprägt, denn Catherine änderte sich nicht. Im Gegenteil, sie hatte immer noch unglaubliche Aggression und ja, war eben psychisch sehr, sehr instabil. Catherine bekam regelmäßig Eifersuchtsanfälle und warf David immer wieder aus dem Haus, um ihn im Anschluss anzuflehen, wieder zu ihr zurückzukommen. Einmal schlug sie ihn bewusstlos und brachte seinen Hundewelpen um. Und oh Gott, als ich das gelesen habe, also sowas bricht mir irgendwie immer so besonders das Herz, weil ich das einfach nicht fassen kann. Und allein das ist schon für mich ein Grund, sie ein Monster zu nennen. Sie brachte dieses Hundebaby anscheinend um, um David, also diesem neuen David, zu zeigen, dass sie Macht hatte und dass sie vor nichts zurückschreckte. Das Haus dekorierte sie wohl mit Tierhäuten und Schädeln sowie mit Macheten, Rechen und Heugabeln. Trotz all der Streitereien bekam Catherine auch mit ihm ein Kind, das sie im Jahr 1988 zur Welt brachte. Es war eine Tochter, die sie Sarah nannte. Nachdem Catherine David dann mit einem Bügeleisen ins Gesicht schlug und seine Kleider zerschnitt, floh auch er dann endgültig. Einige Monate später wollte er seine Tochter wiedersehen und musste zwangsläufig zu Catherine zurückkehren und erfuhr dann von der Polizei, dass sie eine Verfügung gegen ihn wegen angeblicher Gewalttätigkeit erwirkt hatte. Im Jahr 1990 lernte Catherine dann wieder einen neuen Mann kennen, wobei so neu war er nicht, denn er war scheinbar ein früherer Arbeitskollege von ihr. Und dieser Mann hieß John Chillingworth, von dem sie dann ihr 4. Kind bekam und diesmal einen Sohn. Nach weiteren 3 Jahren scheiterte auch diese Beziehung und Catherine zog 1995 nach Aberdeen zu einem gewissen John Price. Also sie hatte es scheinbar mit gleichnamigen Männern, also ihre ersten beiden Männer hießen ja David und der dritte Mann hieß John und ihr 4. Mann hieß jetzt auch John. John Price war ein geschiedener Vater von 3 Kindern und dieser wusste von Catherines vergangenen Taten und auch von ihren Aggressionsproblemen, ließ sich aber dennoch auf sie ein. Wahrscheinlich hatte er dann die Hoffnung, dass er sie ändern könnte und dass mit ihm jetzt alles besser werden würde. Die erste Zeit der Beziehung verlief dann auch tatsächlich erstaunlich ruhig. 2 von Johns Kindern lebten bei den beiden und schienen Catherine auch tatsächlich zu mögen. Doch als Catherine John aufforderte, sie zu heiraten und er das Ganze ablehnte, rastete sie wieder aus und schmiss ihn aus dem Haus. Nach einigen Monaten nahm er dann wieder Kontakt zu ihr auf, aber wollte nicht, dass sie in sein Haus zog. Also das habe ich bei der Recherche gelesen, das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die beiden vorher in einem Haus von Catherine gelebt haben oder ob die das irgendwie zusammen hatten oder
ja, wie genau das jetzt war. Aber auf jeden Fall brach daraufhin ein neuer heftiger Streit herein und sie ging dann sogar auch ja, mit einem Messer auf ihn los. Da war für John dann endgültig Schluss und er erwürgte Ende Februar 2000 eine einstweilige Verfügung, um Catherine von seinem Haus und von seinen beiden Kindern fernzuhalten, was aber scheinbar nicht so wirksam war und Catherine hatte scheinbar auch immer noch einen Schlüssel zu seinem Haus. 1. März 2000. An diesem Morgen kam der 44-jährige John Price nicht zur Arbeit, was zunächst wohl nicht so ungewöhnlich war. Doch in diesem Fall gab es schon Grund zur Sorge, denn John hatte wohl am Vortag zu einem Kollegen gesagt, dass, wenn er am nächsten Tag nicht zur Arbeit kommen würde, wahrscheinlich etwas Schlimmes passiert wäre. Schon da sagten Kollegen zu ihm, er soll auf keinen Fall wieder nach Hause gehen und stattdessen sofort die Polizei alarmieren, denn anscheinend wussten diese Kollegen von Catherine und was John für Probleme mit ihr hatte und auch, dass sie wohl nicht alle Tassen im Schrank hatte, sag ich mal, oder dass sie halt sehr gewalttätig werden konnte. Doch John hatte Angst, dass Catherine irgendwas mit seinen Kindern machen würde, wenn er jetzt nicht nach Hause kommen würde und hörte nicht auf den Rat seiner Kollegen und fuhr halt trotzdem heim, was ich persönlich sehr, sehr verständlich finde. Also ich glaube, ich könnte meine Kinder auch nicht irgendwie alleine lassen, wenn ich wüsste, dass ja so eine Psychopathin da mit im Haus ist, ich weiß nicht genau. Also scheinbar hatte Catherine die ganze Zeit einen Schlüssel zum Haus und kümmerte sich auch manchmal noch um die Kinder. Zu Hause angekommen war allerdings keine Spur von Catherine und auch nicht von seinen beiden Kindern. Ich weiß nicht genau, wie er das erfahren hat, ob da irgendwie ein Zettel lag, aber Catherine hatte ihm irgendwie mitgeteilt, dass sie die beiden Kinder zu einer Bekannten gebracht hatte und scheinbar beunruhigte ihn das in dem Moment nicht so sehr, denn er ging jetzt nicht zur Polizei oder so. Bin mir nicht ganz sicher, ob er da dann irgendwie doch noch so ein bisschen Vertrauen zu Catherine hatte, dass das Ganze stimmte. Am gleichen Abend lief John zu einem befreundeten Nachbarn, bei dem er dann bis 23 Uhr blieb. Danach ging er wieder nach Hause und legte sich schlafen. Doch plötzlich mitten in der Nacht wurde er geweckt von Catherine. Wie gesagt, sie hatte scheinbar die ganze Zeit noch Zugang zum Haus. Und jetzt war sie eben mitten in der Nacht aufgetaucht und die beiden schliefen dann auch miteinander. Danach schlief John dann wieder ein und was dann Schreckliches folgte, sollte erst am folgenden Tag entdeckt werden. Also nochmal zurück zum 1. März 2000. Als er nun an diesem Tag nicht zur Arbeit erschien, schickte sein Chef einen Mitarbeiter zu Johns Haus, damit dieser einmal nach dem Rechten sehen konnte. Oder auch nicht nach dem Rechten. Das Auto von John stand unberührt in der Einfahrt, aber von John gab es keine Spur. Der Kollege klopfte an die Tür, aber es regte sich nichts. Ein Nachbar sah dann, wie der Kollege dort vor der Tür stand und wollte ihm scheinbar helfen und auch mal schauen, was da los war und ging dann zu ihm hin. Der Kollege erzählte dem Nachbarn, dass John nicht bei der Arbeit aufgetaucht war und dass er sich eben Sorgen machen würde. Die beiden spähten dann durch die Haustür und entdeckten dann plötzlich so ja leicht rötliche Flecken an der Scheibe. Sofort alarmierten sie die Polizei, die dann gegen 8 Uhr morgens bei dem Familienhaus eintraf. Die Polizisten brachen die Tür auf und im Haus bot sich ihnen ein schauderhafter Anblick. Und ja, gleich kommen Details, wo ich wirklich hoffe, dass euch da nicht schlecht wird. Catherine lag bewusstlos am Boden und hatte scheinbar unzählige Tabletten geschluckt. John fand man teilweise in der Küche. So, und jetzt nochmal eine Warnung, wenn ihr das nicht hören wollt, dann vielleicht so die nächsten 20 Sekunden oder die nächste halbe Minute überspringen, denn es kommen wirklich sehr gruselige Details. Sein Kopf wurde in der Küche in einem Kochtopf mit Gemüse aufgefunden und andere Teile seines Körpers hatte Catherine gebraten und auf Tellern ebenfalls zusammen mit Gemüse angerichtet. Zu jedem Teller hatte sie ein Namensschild mit den Namen seiner Kinder gestellt. Den Kindern war glücklicherweise nichts passiert. Scheinbar hatte sie die tatsächlich bei Bekannten untergebracht und denen nichts getan. Aber scheinbar hatte sie tatsächlich vor, ja, den Kindern das Gemüse mit den Teilen von John, also mit dem Fleisch, zu präsentieren. Die Obduktion ergab, dass Catherine 37 Mal auf John eingestochen haben musste
und ihn danach zerteilte. Noch mehr Details erspare ich euch, glaube ich, jetzt. Catherine konnte behandelt werden, man hatte sie ja bewusstlos aufgefunden und sie wurde am 2. Februar 2001, ich hoffe, das Datum ist richtig, das hatte ich nämlich gelesen, das wäre ja ein knappes Jahr später, wegen Mordverdachtes festgenommen. Und die Gerichtsverhandlung fand am 15. Oktober statt. Am folgenden Morgen plädierte Catherine auf schuldig, wies aber eine Verantwortung für das Verbrechen zurück. Ihre Verteidigung sagte, sie würde an Erinnerungsverlust und Dissoziation leiden, was auch durch einen Psychiater bestätigt wurde. Am 8. November sprach der zuständige Richter sie wegen Mordes schuldig. Er verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Im Juni 2006 legte Catherine gegen das Urteil Einspruch ein, da die verhängte Strafe für das Verbrechen ihrer Meinung nach zu schwer sei. Der Einspruch wurde im September vom Berufungsgericht abgelehnt. Catherine Knight verbüßt seitdem die Strafe im Silverwater Women's Correctional Center und war die erste Australierin, die zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Entlassung verurteilt wurde. Ja, und ich glaube, zu diesem Fall kann man gar nicht mehr so viel sagen. Die Strafe ist meiner Meinung nach mehr als gerecht. Diese Frau ist absolut krank. Und ich finde es auch so krass, man muss ja auch mal an die Polizisten denken, weil ich glaube, so ein Anblick bietet sich denen auch nicht jeden Tag, dass die einen Kopf im Kochtopf finden. Und ich denke mir auch so, wahrscheinlich sind die auch für ihr Leben traumatisiert oder können zumindest diesen Anblick definitiv ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Ich bin eher zufällig auf diesen Fall gestoßen und ich mache das oft, dass ich den Anfang eines Falles lese und den dann ganz interessant finde, aber sozusagen noch nicht das Ende kenne und dann trotzdem schon mal ja meine Notizen vorbereite und dann sozusagen bei der Recherche auch erst das Ende erfahre. Und ich hatte erst kurz überlegt, ob ich den Fall dann doch nicht nehme, weil ich mir so dachte, okay, der ist super krank. Die Begründung ist ja wieder, dass sie eine schwere Kindheit hatte. Und klar, ich denke mal, das ist schon auch häufig die Ursache, wie Menschen sich entwickeln oder dass Menschen sich in eine falsche Richtung entwickeln. Aber in diesem Fall denke ich mir so, also selbst eine schwere Kindheit kann das nicht rechtfertigen, dass ein Mensch zu so einem Monster wirklich wird, weil wirklich Reue hat sie auch nie gezeigt. Und ich weiß nicht, wie ein Mensch auf so eine Idee kommen kann. Also das ist einfach so gruselig. Wie erklärt ihr dieses Verhalten? Ich weiß nicht, ist es für euch eine Rechtfertigung für diese Tat, dass sie eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatte? Oder ja, würdet ihr auch sagen, das ist einfach mit nichts auf dieser Welt zu rechtfertigen, dass sich ein Mensch so verhält? Teilt auf jeden Fall eure Gedanken in den Kommentaren. Und vielleicht hört ihr das, meine süße Katze liegt da und putzt sich. Ja, das war auf jeden Fall der heutige Fall. Ich hoffe, ihr fand es interessant und euch ist nicht irgendwie das Essen hochgekommen, wie auch immer. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich würde sagen, bis dahin.